Hallo, hallo. Ach, es wird so traurig. Ich kann Mathe nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe da so eine Aufgabe und ich weiß nicht, wie es geht. Elsa. Ja, hallo, hallo. Was ist denn los, Anna? Was ist denn los? Ach, ich kann Mathe nicht. Ah, ich kapier's nicht. Ah, das ist aber schlimm. Ah, da habe ich einen, der kannte es ganz gut. Den rufen wir mal. Herr Peter. Herr Peter, kommen Sie bitte mal her. Sie können doch Mathe so gut. Bitte. Ja, oh, ich habe meinen Namen gehört. Ja, grüß Gott. Ah. Hallihallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, da sind Sie ja. Das ist ja prima. Ja, ne, Bauchredner bin ich ja leider noch keiner. Das machen andere ganz gut. Aber die Anna, die hat anscheinend ein Problem. Anna, was hast du nur für ein Problem? Ach, ich kann Mathe nicht. Ich habe keine Idee, wo ich Übungsaufgaben finde. Ja, das zeige ich euch doch mal und dann löse ich euch mal eine von denen, ne, von einer Abschlussprüfung. Also, wenn ihr Übungsaufgaben sucht, ist es eigentlich ganz einfach. Da müsst ihr hier auf die Seite gehen, isb.bayern.de, und da findet ihr ganz viele Abschlussprüfungen. Also, wenn man da mal hinklickt, sind alle möglichen Abschlussprüfungen drin. Und jetzt nehmen wir an, ich habe jetzt ja einen Zweig 2 in Mathe. Und schauen wir uns einfach mal die Abschlussprüfungen an von 2018. Das ist hier schön aufgedröselt in Haupttermin, Nachtermine. Wenn man jetzt hier zum Beispiel mal in eine Gruppe 2 geht, sieht man hier schöne Prüfungsaufgaben. Da war was zur Exponentialfunktion drin. Also super Punktesammleraufgaben waren das mal. Macht spannend. Also ich glaube, heuer kommt sowas nicht dran, habe ich Leuten hören. Ja, und hier ist jetzt zum Beispiel eine Aufgabe zur Ebenengeometrie. Da geht es um ein Viereck. Und da ist jetzt, sind da schöne Aufgaben, da wäre jetzt auch ein Platzbedarf. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich rechne die jetzt mal für euch so ein bisschen vor und dann schauen wir mal, was da so herauskommt. Wäre das okay für euch? Anna, wäre das okay? Oh ja, super, danke. Rechnen Sie die mal vor. Na gut, dann mache ich das. Deswegen schauen wir doch jetzt einfach mal hier auf die Kamera. Und da ist auch schon meine Schreibunterlage. Also wie gesagt, wir machen jetzt diese Aufgabe hier. Also hier ein Viereck. Wer will, kann das natürlich mal auf sich wirken lassen. Also soll man so Diagonalen dann berechnen. Dann hier noch einen Punkt angeben, Strecken ausrechnen. Dann kommt noch ein Kreis dazu. Und was ich mache jetzt, das kann man machen, muss man nicht. Das war jetzt hier nicht verlangt. Ich mache noch die Zeichnung mal. Dann, wenn man mal Figuren zeichnet, ist es auch vielleicht viel übersichtlicher, hier da irgendwas herauszufinden. Also, tun wir mal die Anna von der Hand runter jetzt, dass wir da auch diese schöne Prüfungsaufgabe euch erklären können. Wir tun hier auch dieses Kabel ein wenig verschwinden lassen da. Das brauchen wir jetzt nicht, das Kabel von meiner Kamera. Aus irgendeinem Grund rutscht es jetzt schön hier in die Präsentationsfolie rein. Was man natürlich auch noch braucht, Geodreieck, Formelsammlung, Taschenrechner, also wirklich, da braucht ihr alles Mögliche. Und jetzt legen wir also los. Also das soll man jetzt ein Viereck zeichnen und man kennt dazu einige Angaben. Also legt man also mal los. Zeichnungen macht man natürlich mit Bleistift und wie es der Zufall so will, habe ich auch irgendwo einen Bleistift, dass ich diese schöne Aufgabe für euch zeichnen kann. Der Bleistift ist hier. Also legen wir also los. Wir lassen Platz nach oben und wir zeichnen das erstmal. Also es geht hier um ein Viereck. Das hätten wir nicht machen müssen. Da weiß man, die Länge der Strecke AD soll sein 5,2 Zentimeter. Also schönen Strich zeichnen. AD. Und wenn man da was weiß, kann man das gleich dazu schreiben. Also 5,2 Zentimeter. So, dann weiß ich noch, die Länge der Strecke AB, die soll sein 7,8 Zentimeter. Also hier 7,8 Zentimeter. Sind das jetzt 7,8? Ja. So, hier wäre dann also ein Punkt B. Hier sollte ein 90-Grad-Winkel sein. So, dann weiß man noch die Länge der Strecke BC, 8,6 Zentimeter. Und man kennt noch zwei Winkel, den Winkel BAD mit 90 Grad und den Winkel CBA mit 70 Grad. Also müsste man hier jetzt noch einen 70-Grad-Winkel einzeichnen. So, und dann kann man das schön hier zeichnen. Und da liegt jetzt der Punkt C noch drauf. Und man weiß noch, die Länge der Strecke BC sind 8,6 Zentimeter. Also, in dem Fall 3, 8, 8,5, 8,6. Hier ist also noch dieser Punkt C.
Die Maße kann man natürlich, sollte man immer mit dazu schreiben. Also ich habe hier diesen Winkel mit 70 Grad. Und dann kennen wir noch die Länge der Strecke BC, 8,6 cm. Und AB, 7,8 cm. Also wie gesagt, das hätte man damals nicht zeichnen müssen. Das war schon vorgegeben. Aber häufiger sieht, muss man auch was zeichnen. So, also, ne, so müsste es ausschauen. Und jetzt gehen wir wieder auf unsere Aufgabe zurück. Hier ist sie. Ja, schön, dass da jetzt auch die ganze Zeit noch das Bild da war. Gut, ja, so schaut das aus, unsere Figuren. Jetzt soll man halt Sachen ausrechnen. Jetzt soll man die Länge der Diagonalen BD berechnen. Naja, gut, wer sich diese Figur anschaut, dem soll klar sein, hier liegt ja, es wäre also jetzt die Aufgabe 2.1 von der Abschlussprüfung 2018. So, ja, jetzt weiß ich hier Folgendes: Man soll jetzt die Länge der Strecke BD ausrechnen, und ich habe ja hier einen rechten Winkel, also kann ich den Satz des Pythagoras anwenden. Warum? Ich kenne die Hypoten will die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks haben, also nehme ich die Länge der ersten Kathete zum Quadrat plus die Länge der zweiten Kathete zum Quadrat. Und dann schön Wurzel drüber und als Länge. Das kann man ausrechnen. Der Taschenrechner spuckt uns dann natürlich auch Ergebnisse aus. Man könnte natürlich jetzt in der Lösung nachschauen, um das zu beschleunigen. Aber wichtig ist auch manchmal, dass man die Sachen wirklich nachtippt. Und wenn man es richtig gemacht hat, kommt man zu 9,37. Und das ist gerundet 9,4 Zentimeter. Ja, das ist also auch ganz schön. Warum? Wenn man sich nämlich die Aufgabe mal anschaut hier, das steht auch als Teilergebnis da. Ja, als nächstes soll man jetzt noch den Flächeninhalt des Dreiecks B, C, D rausfinden. Gut, was man machen darf, wenn natürlich Teilergebnisse angegeben sind, dann dürft ihr diese Werte dazu schreiben. Also wir wissen jetzt hier, diese Strecke ist 9,4 cm und man soll den Flächeninhalt des Dreiecks B, C, D ausrechnen. Ja, was kenne ich denn in dem Dreieck? Ich kenne schon einige Sachen. Ich kenne diese Seite und ich kenne diese Seite. Optimal wäre natürlich jetzt noch ein Winkel zwischen diesen beiden Seiten, weil ich dann mit der Sinusformel den Flächeninhalt ausrechnen kann. Den kenne ich allerdings noch nicht. Allerdings habe ich ja hier ein rechtwinkliges Dreieck, in dem ich die beiden Katheten kenne. Und wenn man die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks kennt, kann man sich immer mit dem Tangens einen der Winkel des Dreiecks ausrechnen. In dem Fall kann ich mir diesen Winkel hier ermitteln. Den nenne ich jetzt einfach mal Beta 1. Also das dürft ihr machen, wenn ihr da Winkel benennt, dürft ihr die gerne reinzeichnen, dann weiß auch der Lehrer, welcher Winkel das ist. Man könnte den natürlich jetzt auch mit Winkelbezeichnungen benennen. Das wäre in dem Fall der Winkel DBA und da oben, das wäre der Winkel CBD. So dürften wir es auch machen. Ja, schon ein bisschen Schatten hier, weil es ist ja gerade Nacht, schon draußen. Versuchen wir mal bessere Lichtverhältnisse zu schaffen. Ja, besser geht's nicht mehr. Bin ja jetzt im Dachstudio. Ja, also jetzt können wir also den Winkel ausrechnen. Also können wir ansetzen. Tangens Beta 1 ist die Länge der Gegenkathete 5,2. Also diese Kathete liegt ja dem Winkel gegenüber durch 7,8. Und da müsst ihr aufpassen, das müsst ihr trennen. Dürft ihr nicht gleich ein ist gleich schreiben, sonst habt ihr einen gravierenden Formfehler. Also kommt der Taschenrechner, wir drücken die Taste Shift, Tangens 5,2 durch 7,8. Und damit habe ich 33,69 Grad. Und man soll ja hier immer auf eine Stelle nach dem Komma runden. Also 33,7 Grad. Das ist gut. Also können wir jetzt natürlich den Winkel Beta 2 ausrechnen, indem man von den 70 Grad die 33,7 Grad subtrahiert. Und 70 minus 33,7 ergibt 36,3. Also ich bin jetzt ein bisschen faul. Ich habe das jetzt mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Ja, und dann gibt es natürlich auch eine schöne Formel in der Formelsammlung, wenn man jetzt noch die vom Vollverlag hat. Und es geht um Dreiecksberechnung, ist
diese Formel hier dann in der Ebenengeometrie oft ganz, ganz wichtig. Wenn ich zwei Seiten kenne, eines Dreiecks und den eingeschlossenen Winkel, dann kann man mit dieser Formel immer die Fläche des Dreiecks ausrechnen. Und diese Angabe, dass ich zwei Seiten kenne und den eingeschlossenen Winkel, das ist natürlich auch noch die Voraussetzung für etwas ganz was anderem, nämlich für den Kosinussatz. Hier haben sie es nicht bunt gemacht, warum auch immer. Also hier ist nichts bunt. Letztendlich hätte ich jetzt die Seite und das und den eingeschlossenen Winkel, dann könnte man die Länge der gegenüberliegenden Seite mit dem Kosinussatz ausrechnen. Also mit diesen Voraussetzungen kann man also zwei Sachen anwenden. Wenn ich zwei Seiten kenne und den eingeschlossenen Winkel, entweder ich kann diese Seite mit dem Kosinussatz ausrechnen oder ich kann die Fläche des Dreiecks ausrechnen. Und dies soll jetzt hier A heißen. Also können wir hinschreiben, die Fläche A des Dreiecks ist 1/2 mal 9,4 mal 8,6 mal Sinus 36,3 Grad. Und wenn man das eingibt, 0,5 mal 9,4 mal 8,6 mal Sinus und dann hier 36,3 Grad, dann lande ich bei 23,9 und da freut man sich natürlich dann als Schüler, weil auch das steht als Teilergebnis da. Ja, damit hätte man die 2,1 gelöst. Jetzt kommt die 2,2. Aha, ein Termin Dokument konnte nicht gedruckt werden, hab gar keinen Druckauftrag geben. Das sind immer so die Rätsel der Technik. Ja, damit haben wir hier jetzt schön die Fläche ausgerechnet. Und jetzt geht's weiter. Jetzt soll man den Punkt E eine Strecke auswählen, der liegt auf der Strecke BC. Und die Dreiecke ABE und BCD besitzen jetzt den gleichen Flächeninhalt. Ja, das ist ja schön. Und man soll jetzt die Länge der Strecke AE ausrechnen und als Teilergebnis sind da jetzt noch tolle Sachen angegeben. Also, was weiß man? Gehen wir wieder zurück. Also hier irgendwo auf dieser Seite, da liegt ein Punkt E. Und man weiß jetzt noch, die Dreiecke ABE und das Dreieck BCD besitzt den gleichen Flächeninhalt. Also hier irgendwo drauf kann man sich einmal einskizzieren, liegt ein Punkt E. Das stimmt jetzt nicht, also ich deute es nur mal an, hier irgendwo. Und dann muss der Flächeninhalt von diesem Dreieck genauso groß sein wie der Flächeninhalt von dem anderen Dreieck und man soll die Länge der Strecke BE ermitteln nach Teilergebnis und dann ist noch die Länge der Strecke AE gegeben. Ja gut, wenn man sich das jetzt mal so durchüberlegt, dass hier jetzt irgendwo ein Punkt E liegen soll, dass jetzt dieses Dreieck und dieses Dreieck den gleichen Flächeninhalt haben, dann habe ich ja hier die Fläche ausgerechnet und ich kenne natürlich hier diesen 70-Grad-Winkel und ich kenne schon diese Seite. Das heißt, wenn ich diese Seite haben will, kommt natürlich dann in dem Dreieck, wenn ich die Seite kenne und die gleiche Fläche raus. Also fängt man an, wieder mit der Sinusformel, 1/2 mal, das weiß man ja, die 7,8 cm sind bekannt, mal die Strecke BE weiß ich nicht. So. Ach, und die Länge der Strecke AI soll man dann insgesamt rausfinden. Und dann das jetzt noch mal Sinus 70 Grad. Muss jetzt diese 23,9 ergeben. Gut, dann kann ich natürlich jetzt den Taschenrechner hernehmen und rechne einfach mal aus, was 1/2 mal 7,8 mal Sinus 70 Grad ist. Also da fasst ihr einfach erstmal alles zusammen auf der einen Seite, das was geht. Und damit komme ich gerundet auf 3,7. 3,7. Also können wir hinschreiben, 3,7 mal BE ist gleich 23,9. Ja, jetzt muss ich natürlich durch 3,7 dividieren und damit komme ich auf die Länge der Strecke BE. Also 23,9 geteilt durch 3,7 ist gleich. So, und dann kommt jetzt raus 6,5 und das steht auch als Teilergebnis da. Gut, falls ihr jetzt hier nicht drauf kommen solltet, dürftet ihr natürlich dieses Teilergebnis hernehmen. Und mit dem müsst ihr jetzt noch die Länge der Strecke AE ausrechnen. Also meine Zeichnung war natürlich jetzt falsch.
In Wirklichkeit, man hätte es nicht einzeichnen müssen, wäre jetzt hier der Punkt E. Und dann könnte man das jetzt hier so einzeichnen. Es war nicht verlangt erstmal, aber man kann es ja hier schon mal einzeichnen. Vielleicht kommt es ja noch, weil alles als Teilergebnis angegeben ist. Ah ja, kommt sogar noch. Also können wir das einzeichnen. Also brauchen wir jetzt noch die Länge der Strecke AE. Und wir haben uns ja gerade überlegt, ich kenne jetzt diese zwei Seiten hier, 6,5 cm, also die ist jetzt 6,5 cm. Ich kenne die und ich kenne den eingeschlossenen Winkel, also kann ich mit dem Kosinussatz die Länge der Seite AE ausrechnen. Auf die Länge der Seite AE komme ich, indem ich die erste an Winkel anliegenden Seite quadriere, plus das Quadrat von diesen 6,5 minus 2 mal die erste anliegende Seite mal die Länge der zweiten anliegenden Seite mal der Kosinus vom Winkel. Und dann brauche ich von dem die Wurzel. Und ihr seht da, ich habe mein Geodreieck oft einfach in der Hand und schiebe es immer so hin und her. War mal ein Werbegeschenk vom Cornelsen Verlag. Gut. Ja, kann man ausrechnen. Also hier Wurzel rein tippen und dann geht's los. 7,8 Quadrat plus 6,5 Quadrat minus 2 mal 7,8 mal 6,5 mal Cosinus 70 Grad. Und damit komme ich auf 8,3 und das steht auch als Teilergebnis da. Also das ist ja super, da freut man sich, da lotsen sie einem wirklich mit den Teilergebnissen durch die komplette Aufgabe durch, hätte man wieder 2 Punkte. Ja, als nächstes kommt jetzt ein Kreis ins Spiel. Also schauen wir mal, was wir machen müssen. Ja, ein Kreis um Punkt E mit dem Radius 3 cm streitet jetzt die Seite AE im Punkt P und die Strecke BE noch im Punkt Q. Und jetzt soll man den Kreisbogen einzeichnen und dann den Flächenwert eines Kreissektors herausfinden, der durch Strecken begrenzt wird. Also schnappen wir uns den Zirkel und legen los. Also wir brauchen hier einen 3 cm Radius. Ich mache das dann immer so, mit Hilfe von Kästchen. So. Und das soll ein Kreis sein um den Punkt E. So, der schneidet jetzt die Strecke AE im Punkt P, also hier. Und zudem schneidet er noch die Strecke BE im Punkt Q. Hier, also da, so. Und man soll jetzt den Kreisbogen PQ in die Zeichnung einzeichnen. Da könnte man, wenn man will, auch ein bisschen Farben verwenden. Also dementsprechend jetzt hier Strecke AE im Punkt P. Hier ist der Punkt P. Hier wäre der Punkt Q. So, das wäre der Kreisbogen. Und jetzt heißt, man soll den Flächeninhalt des Kreissektors rausfinden, der von den Strecken QE und EP und dem Kreisbogen begrenzt wird. Naja, und damit ich natürlich jetzt hier auf den Flächeninhalt des Sektors komme, soll klar sein, brauche ich natürlich noch den Mittelpunktswinkel des Sektors, den nenne ich einfach jetzt μ. Man könnte den natürlich auch anders benennen. μ ist der Winkel PEQ, könnte der natürlich genauso benennen. Ja, auf den muss ich jetzt kommen und auf den jetzt zu kommen, hätte ich mehrere Möglichkeiten. Wir kennen jetzt noch diese Strecke mit 8,3 Zentimeter und ich weiß ja, hier ist noch ein 70-Grad-Winkel. Also hätte ich jetzt hier zwei schöne Möglichkeiten, um diesen Winkel auszurechnen. Das heißt, ich mache mal beide. Der erste Fall wäre jetzt der Sinus vom Winkel μ. Wäre jetzt mit dem Sinussatz zu 7,8 wie Sinus 70 Grad zu 8,3. Also könnte man den Sinussatz anwenden. Wie Sinus 70 Grad zu 8,3. Ja, was muss ich machen? Ich rechne als erstes mal 7,8. Damit kann ich mir ausrechnen, was Sinus μ ergibt. Und wenn ich natürlich jetzt den Sinus von 70 Grad habe, Sinus 70 mal, da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr jetzt eine Klammer eingeben durch 8,3, kommt raus 0,88. Und jetzt trennt ihr das bitte, daraus folgt μ ist gleich. Und jetzt drücken wir die Shift-Taste, Sinus und dann 0,88.
8,8 und dann käme jetzt raus 62,0 Grad. Und beim Sinus gibt es eigentlich immer noch einen zweiten Winkel und den schreibt man auch noch mit hin. Sicherheitshalber, der wäre 180 minus 62,0, also wäre der 118 Grad. Wenn man sich natürlich das Bild anschaut, der kann es nicht sein, ist ja wirklich ein Winkel, der kleiner ist als 90 Grad. Das wäre eine Möglichkeit. Wer sagt, ich will dieses Problem umgehen mit dem Fall, dass ich mal einen falschen Winkel hätte, kann auch mit der Umstellung des Kosinussatzes arbeiten. Das heißt, wenn ich den Kosinussatz nehme und man sich den umstellt, könnte man auch hinschreiben, der Kosinus des Winkels μ ist gleich. Und der ist eigentlich auch einfach zu merken, die Umstellung. Ich nehme, wenn ich den Winkel habe, die erste anliegende Seite zum Quadrat, also das wäre jetzt die 8,3 zum Quadrat, plus die Länge der zweiten anliegenden Seite zum Quadrat, also ich schreibe es hin, also plus 6,5 zum Quadrat, minus die gegenüberliegende Seite. Und dann könnte man das dann auch ausrechnen und das dividiere ich nochmal durch das Doppelte des Produkts der Länge der anliegenden Seiten. Damit kann ich μ ausrechnen. Also tippen wir es mal damit ein. Also ich drücke am Taschenrechner die Shift-Taste, Cosinus, Bruchstrich, 8,3 zum Quadrat plus 6,5 zum Quadrat minus 7,8 zum Quadrat durch 2 mal 8,3 mal 6,5. Und damit hätte ich 62,2 Grad. Also hätte man hier eine rundungsbedingte Abweichung. Jetzt, wenn ich mal schaue, ich habe natürlich hier auch noch ein Buch, also ist das Trainingsvorbereitungsbuch aus dem Starkverlag, kann man natürlich hier auch mal nachblättern, was die als Vorschlag machen. Also die lösen das jetzt hier sehr ausführlich auch mit vielen, vielen Zwischenschritten. Also ihr seht, ich kürze das natürlich ein bisschen ab auch und lasse diese Ansätze immer weg. Und wenn man jetzt hier schaut, also, ach, es war da also riesen Aufgaben hier, um auf die Streckenlänge zu kommen, mit Fußpunkten von Loten machen die das. Und hier dann, die rechnen es mit dem Sinussatz aus, also 62,0. Würdet ihr jetzt den Kosinussatz nehmen, hättet ihr halt jetzt 62,2 und damit eine rundungsbedingte Abweichung. Und damit kann man zum Schluss die Fläche des Sektors ausrechnen. A-Sektor. Wer natürlich nicht weiß, wie die Formeln lauten, auch hier kann man natürlich im Taschenrechner schön nachschauen. Das sind die Kreisformeln. Ein Riesensammelsurium hier an Kreisformeln auf der Seite 38. Und hier steht sie also auch. Die Fläche vom Sektor ist immer r² mal Pi mal μ durch 360 Grad. Deswegen habe ich den auch μ genannt. Ja, der Radius ist natürlich immer noch diese 3 Zentimeter. Also 3 zum Quadrat mal Pi mal 62,0 Grad durch 360 Grad. Und damit hätten wir das Ergebnis. Also wer natürlich das sich vorbereiten möchte, zum Beispiel gibt es dann natürlich viele Vorbereitungsbücher. Und ich nehme halt immer gerne mal das vom Stark Verlag her, weil da auch wirklich mittlerweile alle möglichen schönen Zwischenschritte drin sind. Es sind Varianten drin, um auf solche Aufgaben zu kommen. Und dann käme eine Fläche raus von 4,86, also 4,9 Quadratzentimeter. Ja, das war sie also. Natürlich die Zeichnung, wie gesagt, die hätte man nicht machen müssen, aber da, so kann man dann durch diese Aufgaben durchgehen. Und wenn man natürlich dann jetzt sagt, ich habe das Buch nicht, dann kann man natürlich auch über die ISB-Seiten gehen. Und das ist ja das Schöne, wenn ich jetzt hier nochmal zurückschaue, das wäre jetzt hier die Angabe. Und wenn ich natürlich auf Realschule gucke, habe ich hier auch Lösungen auf der ISB-Seite. In dem Fall seht ihr hier also die Lösung, da ohne Kommentare groß ausgerechnet. Und die bekommen auch die 4,9 Zentimeter raus. Also hier hättet ihr dann auch schon Musterlösungen drin zu Abschlussprüfungsaufgaben. Was ihr hier machen, das finde ich immer nicht so schön. Die trennen das, schreiben sie immer extra nochmal hin. Ihr habt ja gesehen, ich mache das immer in einer Zeile und dann geht es. Und was ich dann auch habe, ist hier natürlich, da steht jetzt der Ansatz mit dem Quadrat. Wenn ich natürlich hier die Wurzel drüber ziehe, dann habe ich natürlich gleich die Länge der Strecke AE. Also so ist natürlich auch richtig dann. Ja, also das machen sie halt so.
Ja, das waren sie also, die Abschlussprüfung von 2018, der Nachtermin. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, es hat was gefallen. Jetzt muss ich natürlich nochmal die Anna fragen. Anna, hast du es jetzt kapiert? Oh, ja, ich hab's kapiert. Elsa, Elsa, komm her. Oh, schön. Ja, tschüss. Also war wirklich toll. Ne? Ja, man muss ja immer den Kunden irgendwas etwas bieten, den Leuten, die zuschauen. Und jetzt habe ich halt so Fingerpüppchen entdeckt. Vielen Dank auch an die Näherin von diesen ganzen Puppen für meine Kinder. Ist doch schön, was man alles findet, wenn man Kinder im Haus hat. Ja, das war also eine Folge, Herr Peter erklärt. Etwas länger als sonst, deswegen wird es Zeit, jetzt mal Feierabend zu machen. Es ist ja auch Wochenende und man kann alles nicht nur erklären. Deswegen mache ich jetzt mein Mikro aus, links auf Seite und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Covid-19-Phase. Bleibt gesund. Und